Der nächste, der stirbt, bringt's einmal Kuh. Der stirbt, wird zwangsbefördert, meinst du? Ja. Weil Tote führen besser. In diesen Laden gehen ist, glaube ich, eine dumme Idee. Nicht, da liegen schon dicht ein Toter. Oh, das war ein bisschen weit. Au, das war ein bisschen nah. Mimimi. Entscheide dich. Vom Qualm her und dem toten Russen da passte das aber. Ah, Neo lehnt sich hier. Ins Schussfeld. Neo, du wurdest befördert. Weiß er, ich auch. Aber nein, nur Neo. Ist doch für mich Vote. Es wird eine ordentlich gewählte Diktatur. Die neue KI ist echt gut. Ich sende mal schnell. Hm, Monkab, ich habe gerade eine Idee. Statt Basenbau könnte man sowas wie Camps einbauen. Also einem Supply Truck oder irgend sowas in der Art kann man kleine Camps aufsetzen. Sanizet, Munikiste oder so. Oh ja. Oder vielleicht genau, Camps oder Pops nennen wir die. Aber dann gibt es auch verschiedene, die immer mehr Punkte kosten. Zum Beispiel Mortar Camp oder so. Die Straße oder runter. Artillerie-Camp. Och, Sonny. Erstmal die richtigen Leute. MG-Nest-Camp oder sonst irgendwas. Kennst du? Ja, klingt nach einer guten Idee. Quasi so ein Baukastensatz. Fertig. Und der erste LKW ist immer ein MG-Nest-Camp. Bringt man einen zweiten dahin. Nesnami. Jetzt zum Mörser-Camp. Warum sagt man nicht Killerkaninchen? Ich hab das Killerkaninchen ausgeschaltet, Neo. Die Gecko hat noch Nachfolgen. Plötzliche Angst vor Kaninchen. Mhm. Au. Ich spawn wieder im MHQ. Ich bin jetzt näher als ihr an den Gegnern. Wo bist du? Das sind Gegner. Eine Bushaltestelle. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass die Hotkeys schon so gut funktionieren. Also man kommt direkt durch die Namen durchnavigiert und wer das ist sofort spawnen. Au, Neo. Nicht durchs Feuer laufen. So was weißt du doch, das tut meist weh. Typisch. Ja genau. Typisch Munition und Kugeln. Ah. That's close. Ah, diese scheiß SUs. Gibt es irgendeinen Mensch, der mit denen was macht? Jede Menge. Du weißt doch, früher mit Freshman haben wir die AKSUs immer sehr ungenau genannt. Weil, naja, trifft es doch. Oh nö. Mach klick, 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 statt peng, peng, peng. Müssen die KI irgendwie fröhlicher machen, dass sie in ein Gebäude geht? Fröhlicher. Wir legen eine Spur aus Gummibärchen. Mondkap, da würde ich ganz einfach sagen,
Das ist nicht unser Problem, wir warten auf Arma 3. KI-Tuning zu betreiben, glaube ich nicht. Du willst nach dem letzten Patch noch mehr KI-Tuning betreiben? Deswegen ja. Aber in Arma 3 sollen die auch in die Gebäude gehen. Deswegen würde ich das halt nicht extra programmieren. Ja, es also, gibt doch genug Patrols. Arma 2. Ja, aber und sporadisch. Also die KI ist so ein Haus. Muss ich da wirklich rein? Sie laufen echt lieber drumherum als durch. Das ärgert mich. Boah, der macht eine Pirouette und er schießt mich, ne, mit der ersten Schuss. Das muss doch hier super KI anfangen. Die ist seit den letzten Patches die unheimlich gut. Und die benutzen die Ecken so richtig großartig. Also die meiste Zeit kann man... Ja, dann nicht. Ich will fast behaupten, du kannst die normale KI kaum noch vom Spieler unterscheiden. Außer, dass der Spieler eher zickzack läuft oder irgendwelche komischen Sachen macht. Ja, und die KI hat auch noch ihre Eigenheiten. Ja, aber... Die KI dreht sich gerne auf dem... Ja, um KI besser nach Spielern aussehen zu lassen, muss man die Maus emulieren. So von wegen, man dreht sich 25 Grad, Pause, 20 Grad weiterdrehen, Pause, sowas. Hatte ich euch das mit den UT-Bots erzählt? Dem Turing-Test? Ja, die besser sind als die, nicht zu unterscheiden von den Spielern. Die Spieler, haben schlechter abgeschnitten. Ja. Das fand ich toll. Oh. RPG-7, den nehmen wir doch mal mit. Hab ich auch. Wieder eine Stadt. Fangen wir mit Panzer weiter. Wenn wir uns den leisten können. Weiß ich nicht. Können wir es schon? Ich finde, es sollte Punkte dafür geben, dass man Gebäude zerstört. Wasserbombe. Das ist eine tolle Idee. Es gibt Bonuspunkte, wenn man eine gesamte Stadt zerstört oder irgendwie 80% aller Gebäude zerstört. Dann gibt es Bonuspunkte, 5 oder so. Nicht viel, dass es unfair wird und das weiß auch niemand, das muss man rausfinden. Da muss so stehen, Congratulations, you destroyed Cabanino. You got 5 extra points. Chief mit unlocked. Genocide. So militärisch wichtige Sachen halt, den Supermarkt und so, ne? 5 Kirchen in einer Reihe oder sowas. Wir haben 50 Punkte, das reicht für ein ZU. Okay, ich fahr das MAQ weiter. Wo soll's hingehen? Es ist Novi. Novi natürlich. Novi Schubo. Weil dann kommt auch Verstärkung aus anderen Städten wegen dem Guard Wave. Ah, es gab hier was tust du. George! Die werden aber gerade mit Sentry erstellt, also Guards gibt's noch gar nicht. Warum nicht? Weil die. Beim Selbstverteidigen schon doof sind. Das bin ich. Ups. In einer anderen Richtung sitzen die. Ich gucke so, Typ mit deinem Maske. Schieß ich. Da kommt ein Rohr. Neo, schießt du hier auch durch den Eingang? Ja. Gut. Das da, Semho! Nein! Au! Oh, das ist alles voll. Nula, war es nicht, Nula, zum Sedum. Wir müssen das richtig schön, dass sich mit der Zeit die Mission entwickelt. Nula, war es nicht, Nula, zum Sedum. Nula, 6, 9, Nula, 7, 6.
Links saßen sie direkt um die Ecke. Oh. Hast du den erwischt? Dann auch drüben. Also wir ja. Bunker hat für den nur noch rechts gerannt, ist er weg? Nee. Möglichkeit für Respawn den letzten Waffen müssen wir auf jeden Fall machen. Und Mondcap, ich würde dann sagen, wir löschen die Leichen. Wir nehmen einfach nur das Equipment aus den Leichen weg. Oder noch besser, wir packen dann das Standard-Equipment an die Leichen. Dann würde ich da die Leichen wegräumen. Ich bin jetzt auch drüben an der Ecke, wo alle saßen. Oh. Ich bin jetzt auch an der Ecke, wo alle Piu! Wah! Hast du das nur? Ja! Hey, it's secured. Oh ja, einfach. Ich hab nur jemanden hinter den Büschen rennen sehen. Hab ich dich getroffen? Mich? Nein. Knapp. Aber ich find's gut, dass... Sehr gut. Dass hier noch Leute sind, obwohl gesichert ist, weil dann, wenn das Leute noch nicht wissen, gibt's da mal schöne, böse Überraschungen. Wollen wir eigentlich, wollen wir die Mission realistisch gestalten oder unterhaltend? Oh, also, realistisch meine ich, der Gegner hat eine bestimmte Anzahl an Einheiten und die verteilt er. Und unterhaltend wäre halt, wir haben eine Stadt eingenommen, bestimmte Chance, dass irgendwo Gegner gespawnt werden, die die Stadt versuchen zurück einzunehmen. Es soll Spaß machen. Also Gegner spawnen. Zufällig und so. Also man könnte vorher Camps verteilen. Ich würde Camps verteilen, Gegnerbasen. Die, wie bei DRC, eine bestimmte Anzahl an Einheiten spawnen können. Ja. Was bin ich? Ja. Diese Masken sind voll... Ah! Irritierend. Einer von euch auf mich geschossen? Nein. Komm irgendwo aus dem Norden. Ja, ich sehe ihn laufen. Target eliminated. Das war ja einfach. Obwohl, doch, waren schon eigentlich schon ganz schön viele Leute. Ah, da kommt ein MHQ. Mo. Guck, Lover. Ah. Mir egal. Ja. Folgen wir einfach immer dieser Straße, bis wir an der Küste sind. Mhm. Dann rufen wir das Boot um uns abzuholen. Halt, warte. Dann erschießen wir so lange Leute, bis Koffer rausfallen. Nein, das war auch die andere Mission. Dann, hat man dann fahren wir an die Küste, um einen Führerschein in den Fahrzeuglizenz zu kaufen. Ach nee, warte noch. Fahren wir dorthin und zerstören die Shaker? Wir stehlen das Auto. Ja! Wir sprengen die Kiste. Das Auto. Wir töten. Neo, jetzt wird's aber unrealistisch. Eine Mission, wo man eine Kiste in die Luft jagen muss. Ich bitte dich. Du kriegst sowas. Wir töten. Wir müssen den Scud Launcher finden. Ach nee. Wir zelten. Wir müssen dahin und den Wellenkiller töten. Ach nee. Die Feindbasis finden und die Luft jagen. Ich finde, wir sollten mal eine Mission machen, die wirklich alles enthält. Ja. So eine Zieldichte von ein Ziel pro Kilometer, Quadratkilometer oder so. Und mit jeder davon kann man die Mission gewinnen oder mit einem? Man muss alle machen. Oder nee, du musst 50% erfolgreich absolvieren. Let's see them! Die Mission nennen wir Too Many. Oh. Ja. Nein. Ich hab extra die Aufnahme gestartet wieder, um zu sehen, wie Neo mit dem Motorrad connect.
Glück, ich hab's geschafft. Dann fährt er einfach da rein und lässt sich nur erschießen. Ich bin doch gar nicht erschossen worden. Ich hab's doch reingeschafft. Weil genau in dem Augenblick, in dem du gerade gesagt hast, ich bin doch gar nicht erschossen worden, wurde doch schon wieder gefeuert und ich hätte... Siehst du? Schützen aus dem Technical. Okay, Bunker, ich hab einen Bug. Wenn ich bei euch spawne, obwohl kein Platz ist, spawne ich an meiner Leiche liegend in einem Haus. Seltsam, denn normalerweise wirst du erstmal überhaupt immer grundsätzlich dahinter teleportiert. Und wenn Platz ist, wirst du noch reingemoved, sonst nicht. Nee, ich bin ja bei meiner. Oh nein, ich bin bei der letzten Position vom MHQ. In. Ja, das kann gut sein, Moment. Letztes Mal, wo es stand anscheinend. Oder wie er geparkt hat. Das macht schon mehr Sinn. Aber MHQ selbst kann ich spawnen. Ja, jetzt bin ich auch raus. Das ist ja unten richtig Party. Ich sehe von denen niemand mehr. Aua. Aua, nicht hauen. Wir haben 88 Punkte. Das ist ein BVP. Nö. Quasi von 0 auf 100. Let's go! Irgendwo im Norden sind es jetzt auch. Und auch direkt vor uns. Ups, das ist nicht. Ja. Das ist und nicht das erste Mal, das liegt echt an den Masten. Du musst immer noch diesen krassen Granatenbug. So mit den Time Respawn, man den nicht hat. Also man hat sie, man kann sie nicht auswählen. Ist das in DayZ noch niemandem aufgefallen? Was? Sonst wär's schon gefixt. Ja. Was ist in DayZ niemandem aufgefallen? Wenn man respawnt. Was spawnst du nicht mit den Granaten? Mhm. Ah. Wir sind im Osten. Ja, im Osten. Geschossen. HQ oder von da? Ich glaube von da. Wie wir sehen mit AGS, alle sind tot. Ja, die Reifen ist kaputt. Sind mich oben vom HQ erschossen. Der Technical. Ist jetzt besser unten zu spawnen bei euch? Oder? Also auf mich wird gerade nicht geschossen. Dann spawn ich beim Mondkart. Oh. Für einen Granatwerfer. Ja, das sind das wir. Das bin ich. Tiefer da unten läuft Neo gerade hoch. Ich laufe nicht. Ich sitze in einem Haus, weil meine Beine gebrochen sind. Weiter links. Hügel West, 260 Grad. Dass du meine Einschläge siehst.
Sanitäre Hilfe! Mein Klo ist verstopft. Was legst du da? Ich hab gerade diese RPK geschnappt. Bist wieder fett. Ich danke. Ihr könnt das MHQ, den USC fahren und den eintauschen. Da einer. Habt ihr gesehen, wo ich hingeschossen hab? Nö. Ah, da hat einer. Ja. Ich mag die AK-107. Ich hol mal das MHQ runter. Ja, jo. Wenn dann nicht immer das doofe Kobos halt drauf wäre, wäre die echt toll. Die Motorräder können wir auch wieder verkaufen. Wenn es die echt eins halt geben würde, das wäre richtig cool. Ja, ich hab auch schon... Und dann mit blauem Ducktape. Ich hab auch schon überall geguckt, ob es da irgendwie einen Ersatz gibt, aber... Keiner hat irgendwie einen AK-107 Pack oder irgendwie sowas gemacht. Bei RHS gibt's auch nur die 74er und sowas bisher. Wollte schon ein Replacement dafür machen. Aber das wird wahrscheinlich ungefähr so ausgehen wie das Replacement, das ich mir für die M16 A4 machen wollte. Die gibt's ja auch nur noch mit Aimpointer. Wollte ich aus Arma 1 die nehmen. Einfach, das gibt's ja auch als Sample Model. Die sind noch in Arma 2. Die M16er sind noch in Arma 2. Die A2, die A4 mit Ironsight nicht mehr. Die gibt's aber als Sample Model für Arma 1. Dann wollte ich da halt die neuen Texturen und Shader und den ganzen Kram drauf tun. Das habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, glaube ich, aber die. Irgendwas habe ich mit den Shadern kaputt gemacht. Die war dann halt ungeschadert. Sah etwas komisch aus neben den anderen Waffen. Drin, schnell weg, bevor Neo reinkommt. Ich will verkaufen, aber ich krieg die Equipment-Option nicht. Ich auch. Mach mal den Motor aus. Der kommt gar nicht an, erst. Also der wird nicht angezeigt, der UIC. Doch, ich hab ihn. Hab ihn verkauft. 4 Punkte gab das. Also. Cool. Ich krieg keine Equipment-Option mehr, beziehungsweise manchmal ploppt sie auch und wird sofort wieder weg. Hier oben kriegt, hat man sie. Jetzt vielleicht? Oh, Sunny. Ich glaube, du bist, ja. Ich hab hier jemand beim Aussteigen. Ah, drin hat man sie. Ich hab sie auch hier draußen. Ich nicht. Ne, irgendeine Bedingung dafür? Nur, dass der Speed nicht höher ist als 0 oder 1.